Hallo Freunde, ich bin heute in Castrop-Rauxel gemeinsam mit Vanessa und natürlich wieder Miriam. Wie kann ich ohne mich? Und wir sind mit dem Urlaubsguru Mobil, dem wunderschönen Mini, unterwegs. Die Sonne scheint. Ist das nicht krass? Ihr könnt mir unten in die Kommentare schreiben, wie das Wetter gerade bei euch ist. Das würde mich sehr interessieren. Die Sonnenstrahlen tun einem echt gut. Was machen wir heute? Will das jemand anderes erzählen? Wir sind nach Castrop-Rauxel gefahren und schauen uns heute mal Daniels kleine Farm an. Er hat sich nämlich hier einen Traum erfüllt und eine kleine Alpaka-Farm eröffnet. Und wir sind schon sehr gespannt und ich habe gerade schon so einen Alpaka daherspringen sehen und ich glaube, ich werde sterben, weil das so süß sein wird. Weißt du dich? Ich mich an. Wichtig, sonst geht hier noch eins flöten. Hallo. Hi. Okay, tschüss. Das ist der Balu. Balu hat blaue Augen, wie ihr seht. Das ist ganz, ganz selten bei Alpakas. Ist eigentlich ein Gendefekt, der oft auch mit Taubheit und Blindheit einhergeht. Ganz so schlimm hat es ihn nicht getroffen, dass er blind ist, aber er ist taub. Aber in einer Herde stört das Tier nicht weiter, ne? Also gucken können, würde ihm in dem Moment reichen. Das ist die Wolle, die sogenannte Rohwolle. Erste Wahl steht hier drauf. Das ist das vom Rumpf des Tieres. Es gibt erste und zweite Wahl. Das am Rumpf ist das feinste und begehrteste. Nicht zuletzt, weil es das feinste ist, aber auch, weil es meistens das längste ist. Der Spinnerin oder der Wollverarbeiterin kann das Haar nicht lang genug sein. Und deswegen haben wir hier als Beispiel mal die erste Wahl. Die ist ganz ungewaschen und frisch vom Schertisch sozusagen. Sieht aus wie so eine Perücke. Fühlt es sich an? Weich. Davon hat jedes Tier ungefähr 4 Kilo im Schnitt. Das eine ein bisschen mehr, das andere ein bisschen weniger. Was wird da so am häufigsten draus gemacht? Schals und Mützen. Aber bevor wir zum Schal kommen, seht ihr hier das kleine Zwischenstadium. Das ist quasi von demselben Tier die kadierte und handversponnene Wolle als Garn dann. Ist dann jetzt quasi ready to strick. Aber dann, wenn man dieses Garn dann fluffig verstrickt, das ist jetzt quasi ein Schal von 2 Meter Länge, auch von demselben Tier. Von einer, wie sagt man, Scherung? Von einer Schuhe. Schuhe. Und ich sag mal, was diese Sachen auszeichnet, ist, dass sie völlig unperfekt sind. Ne? Mhm. Gerade hier beim Handspinnen merkt man es schon am Garn. Und du hast halt 100% Handarbeit. Ne? Mit der Hand geschoren von mir, mit der Hand versponnen von jemandem, nicht von mir, und mit der Hand verstrickt. Von dir? Nee. Eine Stunde Arbeit, die Schuhe eines Tieres. 10 Stunden Arbeit, das Verspinnen von 1 Kilo Wolle. Und weitere 10 Stunden Strickarbeit, das Verspinnen von ca. 500 Gramm Garn. Also könnt ihr euch vorstellen, dass so ein Schal zwischen 200 und 250 Euro kosten muss. Ich habe auch schon mal die Jacke ausgezogen, denn es ist wirklich warm. Der Daniel, also nicht Daniel, sondern der Daniel von Daniels kleine Farm, mit dem haben wir uns gerade hier auch schon zusammengesetzt und der hat uns lecker Käffchen gemacht und uns ein bisschen was über die Entstehung seiner Farm erzählt und hat uns auch schon Wolle gezeigt und sowas. Aber guck mal, was der Süßes vorbereitet hat für uns. Ist das nicht süß? Die beiden hier sind ganz fleißig. Ist ja auch Arbeit. Warst du schon näher dran? Ich bin mir noch nicht sicher, ob sie mich schon akzeptieren. Wir trauen uns noch nicht. Wir waren noch nicht... Ich möchte sie ja gern anfassen. Da vorne gibt es Essen. Guckt euch das an. Oh Leute, die Augen. Ich muss aber auch sagen, ich war einem Alpaka noch nie so nahe. Oh, guck mal. Ja, der hat gerade mehr. Oh mein Gott. Oh Gott, sie rennen, sie hüpfen. Das ist der Dani. So, schaut mal. Halt mal deine Hand auf. Ich gebe dir jetzt mal ein bisschen was, dann machst du zu. Und dann nimmst du immer nur so ein bisschen raus für einen. Ne? Mal so klein portionieren. Guck mal. Ja. Habt ihr diese Aufnahme gesehen, wie süß? Guck mal, der klappt. Die drängen ganz schön. Wir sind jetzt natürlich der Hit mit dem Trockenfutter. Ernähren die sich sonst nur von Gras? Genau. Wahlweise in getrockneter oder frischer Form. Ne? Hab ich noch mehr? Ja. Guck mal hier.
Ich schmelze dahin. Ah, was haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Hoppala. Guck mal hier, mein Schatz. Ja, mein Schatz. Guck mal. Guck mal, mutig ergattert sein Plätzchen hier, ne? Ja, mutig ergattert. Ja. Aber ist doch süß. Das hört sich ja, das fühlt sich voll witzig. Die machen das, genau, ohne Zungeneinsatz, ne? Ganz trocken. Wie süß. Die beißen auch nicht. Das wollen sie nicht, das können sie auch nicht. Oh mein Gott, ist das knuffig. Genau. Ja, hallo. Das ist das Schöne, die machen das ohne eine ganze Handvoll zu sabbern, ne? Das ist echt süß. Hast du noch mehr? Ja, hi. Oh, schaut mal, wie süß. Also die beißen echt nicht. Man spürt keine Zähne. Ja, was? Noch mehr? Das ist Oki. Oki, hallo ja. Oki. Das ist unser drittjüngster. Und das ist Rain Man. Hi. Ist auch noch relativ jung, der wird bald 3. Oh, die sind ja so weich. Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie weich das einfach ist und wie toll sich das anguckt. Ja. Hi, guck mal, ich hab hier noch was. Oh, du bist so süß. Leute, guck mal, wie klein die sind. Ich hab nichts mehr, jetzt bin ich uninteressant, ne? Oh, geht so. Darf man die dann einfach so streicheln? Oder? Man kann es hier so am Hals zum Beispiel. Am Hals haben sie es immer ganz besonders gerne. Oh Gott. Genau. Und da hinten am Rumpf kannst du mal mit den Fingern hinten ins Fell gehen, am Rücken. Oh, das ist ja krass, das ist ja richtig viel Fell. Ja, genau. Guck mal, Leute, wie weit man das rein theoretisch runterdrücken könnte. Also, das ist ganz schön viel Haar. Ja. Ein Traum wird wahr, das ist so schön. Guckt euch das an. Genau, das ist wie Alpaka-Schokolade. Also, das ist jetzt rein theoretisch etwas Süßes für die. Ja, weil für Kraftfutter gilt das gleiche wie für Schokolade. Okay. Zu viel davon ist ungesund. Okay. So ein bisschen ist super, vor allen Dingen im Winter, ne? Weil es auch ein bisschen Proteine hat und so. Sorgt dafür, dass das Alpaka nicht abmagert. Aber zu viel davon, da muss man schon gucken, dass es gesund bleibt. Okay. Jetzt hier mit den paar Händen können wir nichts verkehrt machen. Ach, wie süß du bist. Die Hand ist danach immer noch sauber. Ja. Schon gefunden. Ich würde, glaube ich, gerne Matti nehmen. Ja, hallo Matti. Das muss irgendeine spezielle Connection sein, glaube ich. Auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt die Halfter auf, die Alpakas, und wollen dann mal so eine kleine Tracking-Tour machen, die ihr ja auch am Wochenende buchen könnt. Weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, prima. Nimm Matti. Matti ist in der anderen Gruppe. Nelson ist zum Beispiel ein super Typ, ja, der mit den vielen Nelson. Haaren an den Ohren. Ja? Komm, ja. Nehmen wir mal Nelson. Nelson hört sich gut an. Also ich habe mir jetzt einen Alpaka ausgesucht, mit dem ich eben diese Wanderung machen kann. Also Alpaka-Tracking nennt sich das ganze Jahr. Ich habe mir jetzt einen ausgesucht, den ich voll süß fand. Das ist der, der gerade die ganze Zeit mir aus der Hand gefressen hat. Wenn jetzt hier eine Stute wäre. Was die für Geräusche machen? Das war, jagen die sich über den ganzen Hof. Der eine lauthals, aber der andere bleibt da natürlich dran. Sandra, wenn du soweit bist? Ich bin soweit. Ja? Ja. Du hast auch keine Angst oder so, ne? Oder soll ich ganz besonders vorsichtig mit dir sein? Nö, eigentlich habe ich keine Angst, nee. Dann gebe ich dir jetzt hier deine Leine. Ja, so. Das ist die Leine, Leute. Das ist dein Halfter. Das nimmst du in die linke Hand. In die linke Hand. Ja. Kann ich denn gleich dabei auch die Kamera noch halten? Wahrscheinlich nicht. Dann muss Miri das Ganze jetzt hier mal übernehmen, ja. Wichtig, schön hochhalten. Schön hoch. Hallo, Leute. Geh mal rein. Kann ich einfach? Ja. So gehört, sehr zärtlich macht die Sandra. Die Sandra macht das sehr zärtlich. Ja. Genau, und das einfach. Passt auch. Ja, das passt auch. Du musst es nur einmal zusammenziehen und genau. Und ob es passt, guck mal, wie locker du da 3 Finger hinterstecken kannst. Ja, locker. Sieht man, ne? Ja. Merkt man. So, okay, dann deine Leine. Der Karabiner kommt hier in diesen dicken Ring. Da ist er. So, und dann seid ihr auch startklar. Juhu, wir gehen Gassi. Ja.
Ich nehme jetzt, den habe ich denn mit in Orlando. Mr. Orlando! It's your turn. Seid ihr soweit? Ja, natürlich dann sind wir soweit. Du machst dann einfach ein bisschen anheben, zu wechseln. Genau. Und dann hinterher wieder auf den Holz aufheben. Ganz gut. Ja. Ja. Mal die anderen. Ich bin im siebten Himmel. Wie hieß die nochmal? Er? Das ist Oki. Oki. Nelson, Oki, Orlando. Oki, 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 nicht springen. Da ist unser Boss, 8 Jahre alt, unser Giacomo. Hallo, schön euch wiederzusehen. Einen ganzen Tag nicht. Ja, da seid ihr ja. Guck mal, wie die sich alle einreihen. Ist das Absicht? Sollen wir jetzt ein paar Meter laufen? Ja, gerne. Dann lassen wir die Jungs hier wieder. Du kannst wieder Heu fressen gehen. Bin ich süß. Ich finde den mega süß. Ich wollte schon Freunde geworden. Oki und ich sind Best Friends. Weil wir jetzt mega gechillt sind, Äste. Eigentlich? Weil wir passen auch farblich voll gut zusammen, oder? Oh nein. Nicht nach vorne. Miri ist einfach mal am Ast hängen. Ich finde farblich passen wir auch voll gut zusammen. Sei doch ehrlich, du hast ihn danach ausgesucht. Ja, okay. Weiter. Prima! Richtig Abdruck. Wie fandet ihr es? Sehr schön. Richtig cool. Das war echt so was ganz anderes. Also ich meine, ne, wir gehen ja mit unseren Hunden beispielsweise auch immer raus. Das ist was komplett anderes. Da ist er ja wieder. Oder ist das? Ist das? Das war ein anderer. Okay. Also wenn ihr auch mal so eine Alpaka-Tracking-Tour mitmachen wollt, wie gesagt, ich werde euch alle weiteren Infos mal unten in die Infobox verlinken. Das ist so cool. Und Daniel, also mein Daniel, ist super neidisch und hat gesagt, er möchte das auch mal unbedingt mit mir machen. Sandra, ja. Weil du dich ja heute so verliebt hast, habe ich hier dein eigenes kleines Alpaka. Oh. Es ist zwar nur aus Holz, aber bitteschön. Dankeschön. Schenke ich dir als kleine Erinnerung. Oh, danke, Daniel. Wir haben auch noch Alpaka-Dünger geschenkt bekommen von ihm. Versucht man das ja gerade zu öffnen. Warte, wir gucken mal kurz, wie das aussieht. So sieht Alpaka-Dünger aus. Riecht's unangenehm? Nee, gar nicht. Wie Erde eigentlich. Wir hoffen natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns super gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, kommentiert mal mit. Was sind denn so eure Namensvorschläge für die neuen Alpakas auf Daniels Farm, die wahrscheinlich bald kommen werden? Richtig. Genau, gebt eurem Alpaka bzw. Daniels neuen Alpakas einen Namen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Sagt alle Tschüss. Ciao. Tschüss.